Was hier wie ein Juwel vor euch erstrahlt, ist die Grulienische Raumstation. Herzlich willkommen. Gestattet, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vael, eine virtuelle, artifizielle Lebensform. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, euch während eures Aufenthalts auf der Station zu unterstützen. Die Aufgabe, die man euch, entschuldigt meine Direktheit, zugedacht hat, ist ein Kinderspiel. Euer Auftraggeber, die Grulienische Arbeiterpartei, möchte, dass ihr diese Raumstation in ein Erholungszentrum für erschöpfte Minenarbeiter verwandelt. Natürlich dürft ihr auf meine Unterstützung zählen. Ich wünsche euch viel Glück. Beeilt euch und kämpft gegen die Dummheit. Niemand kann eine Raumstation ohne Andockschleuse besuchen oder verlassen. Baut mit Hilfe einer Konstruktionsbox eine Andockschleuse. Außerdem findet ihr zwei Kisten mit Skazadroiden, die euch bei eurem Vorhaben unterstützen werden. Sobald die Andockschleuse fertig ist, können Raumschiffe auf eurer Station landen. Dies ist wichtig für den Handel und den Kontakt mit anderen Lebewesen. Ihr solltet daher sofort mit dem Bau beginnen. Habt ihr verstanden? Sofort! Jedes Wesen muss sich gelegentlich ausruhen.
Ich rate euch daher, dass ihr einen Kojentrakt mit mindestens 5 Ruhezellen baut. Eine entsprechende Konstruktionsbox steht schon bereit. Die Bewohner der Station können erst schlafen, wenn ihr fertig seid. Wir brauchen ein Lavotron. In dieser sanitären Einrichtung können sich die Bewohner der Station säubern. Sicher, einige Rassen sind reinlicher als andere, aber wenigstens gebt ihr euren Bewohnern so die Möglichkeit, sich von all den Mikroben und anderen unhygienischen und klebrigen Scheußlichkeiten zu befreien. Verwendet wie gewohnt eine Konstruktionsbox. Alles läuft nach Plan. Meine Befürchtung, ihr könntet eine Katastrophe auslösen, war unbegründet. Vor einiger Zeit implodierte die Raumstation Setans. Ich denke, es ist an der Zeit, einen Snackomat zu bauen. Ich bin sicher, dass euch diese Aufgabe mit Freude erfüllen wird. Eure Droiden arbeiten sehr hart. Im Gegensatz zu euch müssen sie jedoch regelmäßig an einer Droiden-Ladestation aufgeladen werden. Wenn ihr nicht dümmer seid als ein schwindsüchtiger Antiquasar, wisst ihr, dass ihr für den Bau einer Ladestation eine Konstruktionsbox braucht. Ihr habt Talent. Allerdings seid ihr nichts im Vergleich zu meinem alten Administrator, Xenopus Varg, der 4 Vakuumminen beaufsichtigte, obwohl er... Ich weiß, wie ungeduldig ihr organischen Wesen sein könnt. Trotzdem müsst ihr nun auf die Ankunft von 10 Minenarbeitern warten. Herzlichen Glückwunsch. Eure Fortschritte sind wirklich beeindruckend. Euer Mangel an Dummheit ist ein Segen, Administrator.
Es wird Zeit, einen neuen Sektor zu öffnen, um zusätzlichen Expansionsraum zu schaffen. Ihr könnt stolz auf euch sein. Vorläufig. Es gibt noch viel zu tun. Ihr wisst, wie man eine Konstruktionsbox verwendet. Setzt dieses Wissen ein, um neue Einrichtungen zu bauen. Wäre ich keine zynische Maschine, fände ich diese Idee für... Wir brauchen dringend einen Recycler. Effizienz ist im Weltraum das A und O. Baut nun einen Recycler. Natürlich steht die entsprechende Konstruktionsbox schon bereit. Gut, der Recycler ist fertig. Administrator, warum entlastet ihr die Skazer-Druiden nicht, indem ihr eure Abfälle direkt in den Recycler beamt? Oder ist diese niedrige Aufgabe unter eurer Würde? Wer seid ihr? Ich kenne alle Administratoren der Grulienischen Welt zwischen Alpha Grulenia und dem Schwarzen Loch von Kaltiana. Ihr müsst neu sein. Gestattet, dass ich mich vorstelle. Ich bin Arona Dahl, intergalaktischer Handelsvertreter. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ich soll eine Ladung doppelt gegorenen Schleimwein in diesen Sektor liefern. Administrator, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Ihr habt kürzlich einige Technologiekisten erhalten. Ich muss darauf bestehen, dass ihr diese unverzüglich öffnet. Das Ganze erinnert mich an die Grulienische Salznacht, bei der die Kinder mit Toxi... Wie ich sehe, seid ihr beschäftigt. Es ist mir daher ein besonderes Vergnügen, euch zu stören, Administrator. Es gibt viel zu tun. Baut einen weiteren Snekomat, ein Lavotron und einen Kojentrakt, da eure Bevölkerung rapide wächst. Wenn ihr diese Aufgaben vernachlässigt, steht ihr bald einer Horde hungriger, stinkender und müder Aliens gegenüber. Kein schöner Gedanke, nicht wahr? Ihr seid entweder ein fähiger Administrator oder ein unglaublich erfolgreicher Glückspilz. Das Schicksal, das vor vielen Jahren einen anderen Administrator ereilte, bleibt euch wohl erspart. Der arme Kerl hieß Mikby Pariah. Sie implantierten ihm einen Gallenwurm in das mittlere... Ihr solltet dafür sorgen, dass an Bord der Station genügend Einrichtungen für alle Bewohner zur Verfügung stehen, Administrator. Baut zusätzliche Einrichtungen, wenn die vorhandenen überlastet sind. Ihr solltet dafür sorgen, dass an Bord der Station genügend Einrichtungen für alle Bewohner zur Verfügung stehen, Administrator. Baut zusätzliche Einrichtungen, wenn die vorhandenen überlastet sind.
Das könnt ihr nicht hochbeamen. Verzeiht die Störung, doch ich habe neue Befehle aus dem Sekretariat der grulienischen Arbeiter... Oh, eine Gruppe Grays stattet unserer Station einen Besuch ab. Großartig! Die GAP hat mehrere Kommunikationsexperten der TARC auf eurer Station abgesetzt. Lasst euch nicht von ihrem insektenhaften Aussehen täuschen. Die TARC halten sich für stolz und zurückhaltend. Wenn ihr mich fragt, ist jämmerlich der passende Ausdruck. Sorgt dafür, dass die TARC an Bord glücklich sind. Für das Wohl seiner Arbeiter zu sorgen, gehört zu den lästigen, aber notwendigen Pflichten eines guten Administrators. Ihr solltet euch um die neuen TARC-Arbeiter kümmern, Administrator. Vergesst dabei nicht, dass sie einer anderen Rasse angehören. Sorgt dafür, dass sie sich auf eurer Station wohlfühlen. Wir haben zwei Konstruktionsboxen erhalten. Errichtet damit zwei Kommunikationssensoren. Schließlich muss ein expandierendes Reich Kontakt zur übrigen Galaxis aufnehmen. Das ist eine alte grulienische Bauernregel. Thank you.
Es tut mir wirklich leid, dass ich... Ich habe viele Administratoren kommen und gehen sehen, aber ihr macht eure Sache wirklich gut. Ich erinnere mich noch an den alten Mikby Pariah. Er sah aus wie eine billige 2D-Laser... Ich muss mal schlünstigen Farbe richten mit dir. Wir könnten dem kranken Diplomaten helfen, wenn wir eine Krankenstation hätten. Was gedenkt ihr zu tun, Administrator? Wir haben ein Problem. Unser Diplomat ist todkrank. Wir können nicht... Ihr seid zweifellos ein fähiger Administrator. Ich mache euch ein einmaliges Angebot. Wie wäre es mit einer fast neuen Krankenstation? Wenn ihr interessiert seid, gehört sie euch. Ich wollte sie eigentlich nicht verkaufen, da sie ein Geschenk meiner vier Mütter ist. Aber ich mag euer Gesicht. Also, wie sieht's aus? Seid ihr interessiert? Es gibt gute Neuigkeiten aus der Krankenstation, Administrator. Der Diplomat, der an Bord des CEDEM-Shuttles Serundai zu uns kam, ist vollständig genesen. Offensichtlich hatte er verdorbenen Schleimwein getrunken. Ihr werdet für euch...
Herzlichen Glückwunsch zu euch. Sicher ist euch auch das Kleingedruckte nicht entgangen, als ihr den Vertrag mit den Greys unterzeichnet. Ihr müsst zuerst einige Standardeinrichtungen bauen, bevor ihr das Hospital errichten könnt. Nur zur Erinnerung, verwendet die Konstruktionspläne, die euch die Greys freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, und baut die wichtigsten Einrichtungen der Station. Neben meiner Schleuse. Ihr könnt nun auch eine Krankenstation. Sobald ihr eure Krankenstation fertiggestellt habt, kommen die ersten Patienten an Bord. Ach ja, nur ein Schwachkopf würde seine gesamte Energie in eine einzige Krankenstation stecken. Schließlich braucht er für den späteren Ausbau der Station ebenfalls Energie. Neben einer Schleuse? Ihr könnt nun auch eine Krankenstation bauen. Ein Problem weniger. Ich empfehle euch, nicht eure gesamte Energie in den Bau einer riesigen Krankenstation zu investieren. Fangt klein an und baut die Station erst aus, wenn ihr zusätzliche Krankenbetten braucht. Unsere Freunde, die Greys, haben euch einen Kojin-Trakt, ein Lavatron und einen Snackomaten zur Verfügung gestellt. Eure Mitarbeiter und Patienten wissen diese Einrichtungen mit Sicherheit zu schätzen. Obwohl ich eure Fähigkeit, den verfügbaren Raum optimal zu nutzen, bewundere, wäre es vielleicht ratsam, in den benachbarten Sektor zu expandieren. Verschiedene Waren sind aufgebraucht. Hey, hübsches Krankenhaus. Ich wünschte, ich wäre ernsthaft krank. Dann könntet ihr euch um mich kümmern. Ihr solltet einen Kommunikationssensor kaufen und installieren.
Dieser würde Notfälle und die Einlieferung neuer Patienten augenblicklich melden. Ich rate euch in diesem Fall, ausnahmsweise auf mich zu hören. Das könnt ihr nicht hochbeamen. Ihr habt bereits 5 Patienten geheilt. Möge der Erfolg lange mit euch sein. Verschiedene Waren sind aufgebraucht. Die Grays beschäftigen Gesundheitsinspekteuren, die das Krankenhaus regelmäßig unangekündigt inspizieren. Wenn sie dabei feststellen, dass ihr die Hygienerichtlinie nicht erfüllt, werden sie das Hospital schließen. Vergesst das nicht. Ärzte sind im Gegensatz zu mir nicht perfekt. Ihr solltet die Qualifikation eurer Ärzte sorgfältig überprüfen. Denn ein schlecht ausgebildeter Arzt ist ähnlich gefährlich wie eine karesianische Tretmine. Hey, hübsches Krankenhaus. Ich wünschte, ich wäre ernsthaft krank. Dann könntet ihr euch um mich kümmern. Unsere Sensoren messen starke Sonnenprotuberanzen. Sollen wir die Energiekollektoren neu konfigurieren, um etwas Solarenergie zu speichern? Gehirne sind wirklich... Die Inspektoren sind gelandet. Wenn das Hospital bei ihrer Abreise immer noch schmutzig ist, habt ihr ein ernsthaftes Problem. Verschiedene Waren sind aufgebraucht. Verschiedene Waren sind aufgebraucht. Für die vollständige Genesung brauchen eure Patienten sehr viel Ruhe. Der Rat der Grays hat den Bau von Erholungseinrichtungen genehmigt und unterstützt euch mit entsprechenden Konstruktionsplänen. Öffnet die Kisten, um die Pläne für die neuen Gebäude in euer Baumenü aufzunehmen. Wir haben einen Notfall. Das Vergnügungsdeck kann eröffnet werden. Beginnt nun mit dem Bau von Einrichtungen. Viele Einrichtungen könnt ihr nur auf bestimmten Decks errichten. Andere, wie Snekomaten und Lavotrons, dürfen jedoch auf beliebigen Decks gebaut werden. Mit dem Navigationsmenü könnt ihr zwischen den einzelnen Decks umschalten.
Die Gesundheitsinspektoren sind von den hygienischen Verhältnissen in eurem Hospital beeindruckt. Hey, wie geht es euch? Wie ich sehe, macht ihr immer noch erfolgreich in Sachen Gesundheit, was? Wie wäre es mit einem Gläschen Schleimwein-Spätlese? Nein? Ehrlich gesagt, ich mag den Fusel auch nicht. Eine neue Alien-Rasse ist an Bord der Station. Man nennt sie Sirenen. Als ich die Damen sah, spürte ich eine seltsame Verhärtung einiger meiner Bauteile. Könnte eine Fehlfunktion sein. Es passiert immer, wenn ich an ihre hübschen, festen... Brainware wird neu gestartet. Unsere Sensoren messen starke Sonnenprotuberanzen. Sollen wir die Energiekollektoren neu konfigurieren, um etwas Solarenergie zu speichern? Ihr habt inzwischen 20 Patienten geheilt. So hatte ich mir das vorgestellt. Hört zu, soll ich euch ein Angebot machen? Ich hätte eine Ladung Medikamente, die aus einem Raumtransporter gefallen ist. Demnächst werden 8 Aliens mit Lebensmittelvergiftung eingeliefert. Bereitet euch auf die Behandlung vor, Administrator. Verschiedene Waren sind aufgebraucht. Die Inspektoren sind gelandet. Wenn das Hospital bei ihrer Abreise immer noch schmutzig ist, habt ihr ein ernsthaftes Problem.
Entschuldigt die Störung, aber eben ist ein Patient gestorben. Das ist der erste Todesfall in eurem Hospital. Allerdings müsst ihr auch in Zukunft mit derartigen Vorfällen rechnen. Hey, wie geht es euch? Wie ich sehe, macht ihr immer noch erfolgreich in Sachen Gesundheit, was? Wie wär's mit einem Gläschen Schleimwein-Spätlese? Nein? Ehrlich gesagt, ich mag den Fusel auch nicht. Ihr habt euren dritten Patienten verloren. Nur noch 7 tot und euer schönes Hospital wird geschlossen. Unsere Sensoren messen starke Sonnenprotuberanzen. Sollen wir die Energiekollektoren neu konfigurieren, um etwas Solarenergie zu speichern? Die Gesundheitsinspektoren sind von den hygienischen Verhältnissen in eurem Hospital beeindruckt und würdigen eure Arbeit mit 10.000 Energieeinheiten. Auch ich möchte euch gratulieren, wenngleich ich finde, dass der Dank eigentlich mir gebührt. In Kürze werden 8 Aliens mit einer ansteckenden Krankheit eingeliefert. Seid ihr bereit? Die Protuberanzen sind vorüber. Der nächste bitte. Ihr habt bereits 5 Patienten verloren. Das ist unakzeptabel. Wenn ihr so weitermacht, brecht ihr euren Vertrag mit den Grays. Hey, hübsches Krankenhaus. Ich wünschte, ich wäre ernsthaft krank. Dann könntet ihr euch um mich kümmern. Patient Nummer 6 ist Geschichte. Wieso seid ihr Sterblichen nur so empfindlich? Was gedenkt ihr, gegen die Serie von Todesfällen zu unternehmen? Das war's. Patient Nummer 7 ist tot. Auf Uriam Beta würdet ihr dafür für 2,3 Trillionen Mondumläufe hinter Gitter wandern. Hier braucht ihr noch 3 Tote, um euer geliebtes Hospital zu verlieren. Verschiedene Waren sind aufgebraucht. Wie
Das Energieniveau ist zu niedrig. Ihr solltet zusätzliche Energiebooster installieren. Energieausfall in einem Raum. Und wieder ist ein Patient abgetreten. Ich muss euch sicher nicht sagen, dass die Greys alles andere als begeistert sind. Noch ein Toter und die Greys werden euch ebenfalls... Ihr habt versagt. Die Greys werden uns feuern. Ich werde als hydraulischer Dosenöffner enden